Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ja, Zero hat leider immer noch kein Internet. Wie gesagt, Mittwoch kommt der Techniker, mal gucken, wie lange es danach dauert. Und ich habe mir überlegt, dass ich, weil ich es Zero versprochen habe, Starbound ausprobiere. Und wir werden in den Einzelspieler gehen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf nicht mehr, was man, wie viel es kostet, wie viel man bezahlen muss. Der sieht ja witzig aus. Oh, das ist ja hier genau mein Stil eigentlich, ne? Pink, komische Flamme auf dem Kopf. Oh, was ist das? Oh, süß. Oh, wie niedlich. Oh. Okay, das ist ja witzig. Also wir haben ja Aliens zur Auswahl oder einen Menschen. Aber da Menschen langweilig sind, also beziehungsweise in Spielen auf jeden Fall, Lorana. Aber die gefällt mir jetzt gerade echt gut, ne? Scheiße, dass ich die andere weggemacht habe. Nee. Aber es sieht cool aus. Wobei die auch cool ist. Ja, wie gesagt, also wir werden hier so ein bisschen... die erste Folge wird wahrscheinlich viel Charaktererstellung, viel Tutorial, weil ich das Spiel nicht kenne. Wie gesagt, ich habe versprochen, dass ich es spiele. Und deswegen tue ich das jetzt auch einfach. Abgesehen da, also normalerweise interessieren mich Pixelspiele nicht wirklich, weil, ja, ich weiß nicht, ich stehe halt auf coole Grafik. Aber ich will mal gucken, vielleicht, weil es wäre ein Spiel, was ich definitiv, wenn es cool ist, mit Zero zusammen spielen würde. Und von daher würde ich sagen, testen wir das einfach zusammen. Dann könnt ihr euch ja vielleicht sogar überlegen, ob euch das auch gefällt. Wer weiß. Wäre ja gar nicht so übel, ne? So, da kann ich nur das ändern. Hm. Okay. Aber, liebe Leute, wir machen das, so. Das Mal, das will ich noch verändern. Das sieht irgendwie komisch aus. Ansonsten gefällt er mir ganz gut. Ich weiß nur noch nicht. Ja, wobei doch, ich wollte gerade sagen, ich weiß nur noch nicht, wie ich ihn nenne. Aber doch, weiß ich. Okay. Oh, so ein Herzchen. Ja, wir machen dein Herz drauf. So. Und natürlich, wie könnte es anders sein? Dann nenne ich sie natürlich Reggie. Yay. Ach so, dieses Spiel gibt es übrigens eigentlich nur auf Englisch. Man muss sich im Steam Workshop den Deutschmod runterladen. Der Mod ist übrigens kostenlos. Und ansonsten, ja. Ist es, mal sehen. So, Casual. Kein Hunger, keine Strafen, wenn man stirbt. Ja, das ist ja langweilig. Also, nee. Also, Hardcore ist, glaube ich, ein bisschen hart. Das finde ich ganz in Ordnung, weil ich finde schon, dass man das merken soll, wenn man stirbt. So, Intro-Missionen überspringen. Die werde ich nicht überspringen, weil die brauche ich nämlich. Die ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Und ich würde sagen, das ist die liebe Reggie. Und ich werde mal sehen, was ich so kann. Boom. Wach auf. Wach auf, du hast verschlafen. Hier. Hallo. Kann ich darauf klicken? Nein, wie soll ich denn aufstehen? Ich habe keine Ahnung. Guten Morgen, Absolvent. Du hast verschlafen. Drücke A oder D, um aufzustehen. Ah. Ach so. Ah, okay. Alles klar. Also man läuft mit den WASD-Tasten. Um mit einer Personentür oder einem anderen Gegenstand in der Nähe zu interagieren, solltest du mit dem Mauszeiger darüber fahren und E drücken. Falls du schon was auch immer. Hey, ich kann springen. Und E drücken. Deine Uniform liegt in deinem eigenen Spind für dich zum Einsammeln bereit. Es ist ziemlich eindrucksvoll, dass du so ruhig bleiben kannst, obwohl du zu spät dran bist. Gut gemacht. Ja, wahrscheinlich einfach nur, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich tue. My Lock. Okay. Ja, cool. Standardausgabe für alle Mitglieder. Ja, schön. Nö. Kann ich das doch irgendwie mit Doppelklick rüberholen? Nee, warum nicht? So viel nervig. Ich muss immer sagen, ich mag das, wenn ich das nicht mit der Maus machen muss.
Und was haben wir hier? Abschlusshandzettel. Cool. Ich habe irgendwas abgeschlossen. Ach, ich hätte hier alles. Also es gibt hier so einen Knopf, da kann man alles nehmen. Nice. Und du? Hallo. Wer bist du denn? Hey Regi, hast einen Moment zum Quatschen? Ja, ich bin zwar zu spät dran. Bald wirst du ein echter Protektor sein mit deinem ganz eigenen, ja. Danke. Leute, ganz ehrlich, ich hasse es, wenn Sprechblasen schneller weggehen, als ich lesen kann. Ich hasse es wirklich. Ganz ehrlich. Es gibt nichts Schlimmeres. Da hat man überhaupt keinen Bock zu lesen, oder? Da interessiert mich die Story gar nicht mehr. Was kann ich denn damit machen? Jetzt habe ich auf mich selbst geklickt. Na gut. So, kann ich die irgendwie anziehen oder so? Hätte ich mir gar keine coolen Klamotten raussuchen müssen. Ist doch kacke. Nö, die will ich nicht anziehen. Nö. Weil die hat ja auch nichts. Hm. Okay. Ja, das ist eine Hose und das ist der Handzettel. Ja, nö, okay. Ach so, Wendingen. Okay. Was kann die Wasserflasche? Frisches, sauberes Wasser. Ja. Cool. Braucht kein Mensch, Leute. Dann gucken wir mal, was so die Abschlusszeremonie macht. Der Protektorat. Ja. Überlebe den Abschlusstag. Okay. Ich überlebe es. Ich versuche es zu überleben. Sagen wir es so. Hui, hui, hui. Kann ich hier schneller laufen? Dum, 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 dum. Hallo, Hausmeister. Matt, jeden Tag mehr Blütenblätter zu fegen. Ja. Ja, Pech, würde ich sagen. Geht es bei euch auch so stockend? Du treibst es bis zum Äußersten, Reggie. Bitte beeil dich da, Mann. Ich lese einfach nichts mehr vor, Leute. Nö. Alles nur noch, was im Fenster ist, was ich wegklicken kann. Da ist er, der große Tag. Meine lieben Beschützer, heute versammeln wir uns um das Wachsen des Protektorats. Nö, ich bin jetzt bockig. Quatsch doch, hört dir sowieso keiner zu. Nö. Ich glaube, ich werde nicht mehr als eine Folge machen, sonst rege ich mich zu doll auf. Aber mal gucken, also je nachdem, mal sehen. Also, je nachdem, wie es unten auf der Welt weitergeht, weil da ist ja, glaube ich, nicht mehr so viel zum Lesen. Aber kann ich das dann auch einfach wegklicken, wenn ich es eh nicht lesen kann? Nö. Cool. Warum? Der Angriff. Tja. Bye, bye. So, auf jeden Fall diesen komischen Manipulator nehmen. Und dann gehe ich. Boom, matter Manipulator. Cool. Tschüss, Leute. Oh, endlich kann ich rennen. Cool. Wieder Zeit. Oh, cool. Gut. Drücke R, um ihn auszurüsten. Okay. Also, ich drücke R, um ihn auszurüsten und dann kann ich boom. Also, es ist im Endeffekt so ein bisschen ähnlich wie Minecraft. Ich kann die Sachen hier abbauen und kann mir dann hier einen Graben durch die Wand bauen. Kann die Sachen einsammeln und kann sie, glaube ich, irgendwo wieder hinmachen. Also, gehe ich davon aus, dass ich sie... Ich glaube, ich kann sie dann irgendwo wieder hinbauen. Wuhu. Und ich bin ziemlich groß, habe ich gemerkt. Cool. Ja, so Minecraft spiele ich übrigens auch sehr gerne. Allerdings werde ich das nur, wenn dann nur mit Zero zusammen aufnehmen. So. Weil alleine ist es mir ein bisschen zu langweilig. Das, jenseits der Tür geflutet ist. Ah, okay, gut.
Ja, das wäre dann vielleicht wirklich gar nicht so schlecht. Ah, So kann man also, ja gut. Ja, und damit sollte ich den Planeten irgendwie wieder verlassen. Okay. Ich kann also ganz easy auch runterspringen, indem ich mich ducke und springe, so wie in allen Spielen. Der tut mir doch. Tut der mir weh? Nö, tut er mir nicht weh. Na gut. Und da würde ich sagen, yay, können wir rüberhüpfen. Cool. Oder auch nicht? Schade, ich dachte, das wäre vielleicht dafür gedacht. Aber nein, ist es nicht. Ich kann mich auch nach unten bohren. Yay! Ach so, da wird an. Ach so, ich habe euch gefragt, was da unten ist. Ach, cool. Da soll eine Waffe drin sein. Okay. Also ich überfliege das immer nur noch kurz. Pixel. Pixel sind eine Universalwährung. Man kann sie auch für 3D-Drucke verwenden. Okay. Ja, und gebrochenes Breitschwert. Aber ich habe doch ein Schwert ausgerüstet, oder? Nee, habe ich nicht. Ah. Ein Helm? Kosmetik? Keine Ahnung. Ach so, ja, alles klar, Leute. Ich hab's rausgefunden. Boom! Mit Nummerntasten sind die Dinger hier oben gemeint. Das heißt, ich kann mit 1 den Erdhaufen wählen, mit 2 das Gras. Und mit der 3 sozusagen das hier. Ich kann das aber auch einfach mit der Maus machen. Boom. Ja, cool. Aber wenn Sie schon sagen, ausrüsten, dann wird wahrscheinlich hier demnächst irgendwie ein Gegner kommen. Das heißt, ja genau, sag ich doch. Ach, bin ich gut. Ach, bin ich gut. Verschwinde! Ja, cool. Ich würde sagen, wir verlassen diesen dem Untergang geweihten Planeten. Wir werden uns auf einem irgendwo völlig unbekannten Planeten wieder treffen. Ich bin gespannt, wo das sein wird. Wo werde ich landen? Auf meinem Schiff. Wer hätte das gedacht? Und schlafend natürlich. Bist du ein freundliches Tier? Bist du freundlich oder feindlich? Kann ich dich schlagen? Nö. Also kann ich schon, aber es bringt nichts. Ja, okay. Ist das ein Zug? Das ist ein Zug, wie geil. Ich habe ein Zugraumschiff. Ja, nice. Um dein Hirn, was auch immer. Ich habe ja gesagt, ich lese das nicht mehr vor. Neustart, ja. Ich bin Hirn, okay. Ja, cool. Wie gesagt, ich lese es wirklich nicht mehr vor. Es geht mir einfach zu schnell. So, ist nervig. Wir sind im Augenblick im Orbit einer unbekannten Welt. Das Schiff ist schwer beschädigt und wir können den Orbit nicht verlassen. Ich schlage vor, du verwendest den Teleporter und suchst auf dem Planeten nach Vorräten und vielleicht einer Möglichkeit, das Schiff zu reparieren. Okay. Geheimnisvolle Belohnung. Was wird das sein? Hirn, genau. Zuhause, Status. Schiffstriebwerke sind offline. Teleportsystem funktioniert ordnungsgemäß, immerhin. Und nur, ja. Hä? Ja, schön. Ach, da ist der Teleporter. Und ich habe gerade gesehen, ich kann mein Tier her. Ich kann mein Tier lieb haben. Oh, wie süß. Wie niedlich. Ja, gucke. Ich kann es streicheln. Also ich kann es also streicheln. Was ist das hier? Was? Zeichenlampe. Ich würde sagen, die brauche ich, genauso wie die Fackel. Dosenfutter werde ich garantiert auch brauchen. Boom. Ha. Ja, wie gut, wenn man solche Sachen lernt, dass man ja immer alles mitnehmen sollte. Man sollte alles erkunden bei so Survival Games.
Es gibt, glaube ich, fast nichts Wichtigeres dabei. So. Wir sind auf dem Weg. Eulenia? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Chips eingesammelt. Baumwollfasern. Ja, nice. Was haben wir hier? Rotes Blütenblatt. Das? Was bist du? Was? Wer bist du denn? Keine Ahnung. Ja, Reggie muss immer alles kaputt machen. Huch. Taschenlampe. Ah, jetzt habe ich Licht. Cool. Das finde ich gut. Muss halt nur mal aufpassen, dass ich, vielleicht, weil hier gibt es ja auch natürlich Gegner, logischerweise. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen gefährlich. Boom. Och nee, komm, jetzt reagierst du nicht mal ordentlich. Ich glaub's es ja. Ach so. Ich wundere mich immer, warum er sich nicht umdreht. Aber die Figur dreht sich nur um, wenn ich mich mit meiner Maus dann dementsprechend auch umdrehe. Warte. Also das muss ich natürlich einsammeln. Klar, nee. Perlerbsen. Lecker. Boom, was auch immer du bist. Ich hab keine Ahnung. Kann ich den Baum fällen? Nö, war. Pixel. Ach, da waren Pixel drin, cool. Nein! Du gehst mir nicht auf den Leim. Geh weg, geh weg! Ich töte dich! Ich töte dich und dich töte ich auch. Okay. Ja, warum kann ich das auch nicht... Kann ich das nicht auch anders benutzen? Nee, kann ich nicht. Bäh. Ja, cool. Erstmal schön schon die Hälfte an Leben verloren. Was ist das denn, ey? Bin schon ein bisschen... Kann ich mich auch irgendwie wieder heilen? Vielleicht kann ich ja, indem ich hier diese Sachen esse. Essen? Keine Ahnung, wie das geht. LR. Okay. So, und wenn ich da jetzt rausgehe und darauf drücke... Nu? Okay, aber es heilt mich nicht. Ich muss etwas anderes finden. Also ich meine, klar, jetzt habe ich natürlich weniger Hunger, wo auch immer mein Hunger ist. Könnte sein, dass das da mein Hunger ist. Wer weiß. So, was haben wir hier? Das sind die Blöcke. Das sind irgendwelche Möbel wahrscheinlich und das, keine Ahnung. Ach so, das sind irgendwelche anderen Sachen. Meine Taschenlampe, das ist mein Schwert. Ich weiß es nicht. Spätestens wenn ich sterbe, höre ich auf. In der Zeit kann ich hier noch Sachen einsammeln, die so... Blaues Blütenblatt. Eine Butze. Nehme ich. So, was hast du hier? Ach, du bist ein Lichtschalter. Lichtschalter. Boom. Kann ich dich aufmachen? Da kann ich was reinlegen. Ja, und da ist wahrscheinlich genauso wenig drin. Na gut. Okay. Ich habe Pixel gefunden. Okay. Ah ja, da sind also auf jeden Fall Gegner in der Mine drin. Da kann ich mich sogar hinsetzen. Was? Kampffertigkeit nicht raus. Keine Ahnung. Irgendwas mit Kampffertigkeit, was ich nicht verstehe. Kernfragment. Diese sind natürlich auf natürliche Art und Weise geformte Kristalle produzieren Energie. Okay. Oh Gott. Mindestens 20 davon werde ich also brauchen. Okay. Boom. Eisenerz.
Pixel. Ja, nehmen wir alles mit, ne? Ja, cool. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, da ist dann doch mal was drin. Ich kann sogar entscheiden, wie tief ich falle, indem ich länger die Runtertaste drücke. Oh, was ist das hier? Manipulator-Modul, Aufrostkomponente. Okay. Was auch immer er verbessert dann. Yeah, ich habe eine Maschinenpistole. Boom! Okay. Also mit genug davon kann ich aufrüsten. Und ich will meine Maschinenpistole ausrüsten. Hier, eine Maschinenpistole. Boom! Ist doch cool. Ja, aber dann brauche ich die doch da nicht. Vereichen. Ach komm, ey. So. Okay, das ist... Ja, irgendeine arkane Energiequelle. Was auch immer das. Wir werden gucken, was das sein soll. So. Boom, Licht ausgemacht. Ich kann das Licht aus und anmachen. Wie nice, wie süß. Oh, guck mal. Ein Zelt. Kann ich bestimmt auch aus und anmachen, ne? Nee. Ah. Oh, cool. Ich kann kochen. Ich kann kochen. Herstellen. Okay. Oh, ja gut, okay, mehr hatte ich ja dann sowieso nicht. Vielleicht haben die ja sogar irgendeine Wirkung auf mich. Das wäre ziemlich cool, wenn du mich dann auf mich angreifen würdest, du Kack-Fledermaus. Und ich sterbe gleich. Cool. Ist doof. Und keiner sagt mir, wie ich mich heilen kann. Krass. Okay. Aber jetzt will ich trotzdem nochmal wissen. Oh, cool. Rohes Geflügel. Das war eine Fledermaus. Hm. Okay. Ja, wer weiß. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich, Hä? Nee. What? What? Macht der überhaupt Schaden? Boom! Tot. Gut, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle lasse ich das einfach mit diesem Spiel. Muss ich ehrlich gestehen, alleine schon, weil es... Ja... Ich glaube, es macht keinen Sinn bei mir. Aber gut, ich habe es getestet. Zero, tut mir leid. Ist nicht mein Spiel. Vielleicht gefällt es euch ja. Vielleicht möchte der ein oder andere sich dieses Spiel besorgen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.